Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Mürztal Aktuellwoche. Schön, dass Sie da sind. Durchwachsenes Wochenende bei den Olympischen Spielen in Sotschi für Österreich. Zwei Medaillen gab es im Super-G der Damen. Anna Fenninger holt Gold vor Maria Höfel-Riesch aus Deutschland und Bronze geht an Nicole Hosp. Im Super-G der Herren war nach dem Ausfall von Matthias Mayer knapp nichts zu holen. Um Hundertstel verpassten hier Striedinger und Franz die Medaillenränge. Eine Erfolgsmeldung gab es vom Eishockey. Österreich besiegt die höher eingeschätzten Norweger klar mit 3:1. Und nächste Enttäuschung im nordischen Springerlager. Auf der Großschanze gab es wieder nichts zu holen für Schlieri und Co. Gold geht zum zweiten Mal an den Polen Kamil Stoch. Bester Österreicher wird Gregor Schlierenzauer auf Platz 7. Einzige Chance für die Pointner-Truppe bleibt jetzt nur noch das Mannschaftsspringen am Montag. Themenwechsel. Der Winter gab am Montag ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Viele hatten große Probleme. Montagmorgen, Start in die Energieferien und Massen von Schnee. Wer nicht musste, blieb heute zu Hause. Tiefster Winter in der Obersteiermark und natürlich Unfälle. Die Behinderungen in unserem Sendegebiet waren groß, denn die Schneeräumung konnte nicht überall gleichzeitig sein. Besonders betroffen waren hier die S6 und die S36. Am Montagnachmittag ließen die Schneefälle dann nach. Der nächste Schub wird für Mittwoch erwartet. Von Staub war am Montag wenig zu sehen. Trotzdem haben die Gemeindefusionen in den vergangenen Monaten viel Staub aufgewirbelt. Es gibt aber auch Positives in dieser Sache zu berichten. Vor allem der Tourismus profitiert. Viel Staub, wenn auch nicht Feinstaub, hat die Gemeindefusion mit Obereich aufgewirbelt. Letztlich hat man sich geeinigt. Und die ersten positiven Auswirkungen sind bereits spürbar, vor allem auf dem Gebiet des Tourismus. Naja, im Tourismus kennt man ja keine Gemeindegrenzen. Das heißt, im Tourismus der Kunde, dem ist ja das völlig egal, wo irgendwelche Grenzen durchgehen. Der Wanderer wandert von einem Gipfel zum anderen über alle Grenzen hinweg. Und so sind wir im Tourismus eigentlich schon im Vorjahr übereingekommen in Obereich und in Bruck an der Mur, dass wir für mehr zusammenarbeiten und haben zum Beispiel den Freizeitführer von Bruck an der Mur und von Obereich gemeinsam gemacht. Jetzt das neue Unterkunftsverzeichnis ist schon gemeinsam. Auch in einem Wanderprojekt arbeiten wir zusammen. Also die Fusion unter Anführungszeichen der Tourismusverbände ist sozusagen am Papier noch nicht fix, aber natürlich in der Realität schon vorhanden. Sehr oft ist es umgekehrt. Das ist richtig, aber wir sind auch sehr froh, dass wir Obereich mit ins Boot bekommen haben, weil natürlich der Naturraum der Marktgemeinde Obereich ein ganz ein wichtiges Potenzial für den Tourismus darstellt, ein Potenzial für den Brucker Tourismus. Und nur gemeinsam können wir schauen, dass wir Gäste in die Region bringen. Und zum Beispiel der Mur-Radweg und dergleichen wird das sicherlich auch irgendwo zumindest an Obereich vorbeiführen. Der führt ja schon durch Obereich und an Obereich vorbei. Und der Mur-Radweg ist eigentlich ein Paradebeispiel, wie Gemeindegrenzen keine Rolle spielen. Der startet in Salzburg und führt bis nach Bad Radkersburg und schon weiter nach Slowenien. Und ich glaube, keinen einzigen Radfahrer, der den Mur-Radweg kennt, weiß, über welche Grenzen er, sogar Landesgrenzen, er drüber fährt. Also wir sind im 21. Jahrhundert und da sollten wir nicht über Gemeindegrenzen im Tourismus diskutieren. Das Borg Kinsberg ist bekannt für seinen musikalischen Zweig. Immer wieder kommen bekannte Musicals zur Aufführung. Diesmal mit der Musik von George Gershwin. Im Zweijahresrhythmus heißt es am Borg Kinsberg Musical Time. Nach den erfolgreichen Produktionen der letzten Jahre hat man sich heuer für ein klassisches amerikanisches Musical von George Gershwin entschieden. Aufgeführt wird Crazy for You, Musiktheater mit höchsten Ansprüchen. Ja, das kann man wirklich sagen. Es ist inzwischen unsere 6. Produktion, angefangen mit Jesus Christ Superstar. Cabaret war die letzte und heuer steht im Crazy for You Ende Februar bei uns in der Sporthalle am Programm. Und die Schüler nehmen das mit Freude hin oder fühlen sie sich dazu verpflichtet? Nein, ich glaube, sie nehmen es mit Freude hin. Man hat es ja beobachten können bei der Probe unten von Orchester und Tänzer. Man kann es beobachten hinter mir bei den Damen und Herren, die das Bühnenbild gestalten. Also es ist spürbar in unserer Schule in den letzten Tagen in der Projektwoche eine sehr, sehr positive Stimmung, die auf das große Ziel hin, die Aufführungen übernächste Woche hinarbeiten.
Das aus dem zweiten Drittel der 30er Jahre stammende Musical wird von Schülern des Borg Kindberg gesungen, getanzt und gespielt. Ein weiterer Glücksfall für das Borg Kindberg, Christian Stadelhofer, ist bereits international avanciert. Was hat Sie eigentlich gereizt, gerade Musicals zu inszenieren? Es kommt aus meiner eigenen Erfahrung als Darsteller auch, dass ich oft das Gefühl hatte, mit Regisseuren zu arbeiten, die sich mit dem Genre selber nicht unbedingt hundertprozentig auskennen. Und deshalb dachte ich einfach, es ist vielleicht an der Zeit, dass das auch von Leuten gemacht wird, die sich sehr spezifisch und freiwillig für Musical interessieren und auch entscheiden. Verlangt das Musical dieser Art, das Gershwin-Musical, nicht eine ganz eigene Auffassung von Stimme? Es ist tatsächlich so, dass es ursprünglich natürlich von Sängern gesungen wurde, die eher aus einer klassischen Ausbildung kamen, weil es in den 30er Jahren noch nicht diese spezifische Art Musical zu singen gab. Aber wir haben einen ganz guten Mittelweg gefunden. Wir haben auch ein bisschen nachgeholfen, was die Tonarten betrifft und so weiter, um unseren jungen Stimmen entgegenzukommen. Gab es eine Audition? Ja, sogar in zwei Runden. Wir haben eben eine erste Audition, wo alle vorsingen, was sie wollen. Und dann gibt es eine zweite Runde, wo wir uns schon konkret den Titel aus dem Stück anhören, um zu sehen, ob das funktioniert. In welcher Phase sind Sie derzeit? Ja, ich würde sagen, wir sind in den Endproben. Das ist ein Schlussproben hier. Es ist noch nicht die ganz heiße Phase. Die geht dann kommenden Samstag, Sonntag los, wenn wir in die Sporthalle gehen und dann auch die Bühne haben, das Licht und Tonanlage und so weiter. Besonders zu beachten ist, es gibt ein Live-Orchester und das Bühnenbild wird von einer weiteren Kreativgruppe des Borg Kindberg gestaltet. Wir haben dieses Jahr ein sehr aufwendiges Bühnenbild für unsere Verhältnisse und das wird auch in der Schule gemacht. Wir haben den Leiter unserer Werkstätten sozusagen, unseren Schulwart, der sich darum kümmert, um den Bau davon. Und dann wird es im Zeichenunterricht oder im Rahmen des Zeichenunterrichts gestaltet und die Schüler lernen auch verschiedene Methoden kennen dabei. Also es hat nicht nur einen dekorativen Effekt, sondern auch noch ein bisschen was Pädagogisches dabei. Und junge Leute, die hier bei Ihnen mitwirken, hat es da schon den Einzelfall gegeben, dass Sie dann später auch das beruflich ausüben, dass Ihre Karriere somit bei diesen Aufführungen gestartet ist? Wir haben, glaube ich, niemanden, der spezifisch im Musical arbeitet bisher, aber wir haben Leute, die an der Kunstuniversität Graz in der Schauspielabteilung studieren, die sind jetzt in der Ausbildung, also das kommt jetzt langsam. Es hat ja auch, man muss auch sagen, die Talentdichte ist auch ein bisschen größer geworden im Laufe der letzten Jahre. Also ich glaube, die Früchte ernten wir sozusagen jetzt in 2, 3, 4 Jahren. Die mit Spannung erwarteten Aufführungstermine sind 27. und 28. Februar, jeweils um 19.30 Uhr in der Sporthalle Kindberg. Schnee, Schnee und noch einmal Schnee. Das war der Montag in unserem Sendegebiet. Ein Italien-Tief bescherte der Obersteiermark einen richtigen Batzen der weißen Pracht. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schnee- bzw. Regenfälle ab und es stellt sich am Dienstag ruhiges und sonniges Winterwetter ein. Doch am Mittwoch erreicht uns die nächste Schlechtwetterfront mit Schnee und Regen. Also in den nächsten Tagen sollten Sie sich auf ein Wechselbad von Frühling und Winter einstellen. Trotzdem schöne Tage noch. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.